Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Es geht euch allen gut. Ihr seid super toll in diesen Tag reingestartet und habt vielleicht schon den einen oder anderen Kaffee getrunken, gefrühstückt, auf dem Weg zur Arbeit oder seid auch schon auf der Arbeit. Oder ja, ihr sitzt jetzt gerade hier am Tisch oder auf der Couch und trinkt euren Kaffee und macht vielleicht zu so eurem Plan, was ihr heute alles so ein bisschen einkauft oder heute zu erledigen habt oder Hausputz oder was auch immer, ne? Der Plan fürs Wochenende. So, ihr Lieben, ein ganz, ganz großes Dankeschön für eure Kommentare wieder gestern. Es ist so wunder, wunder, wunderschön. Und ich lese sie wirklich sehr, sehr, sehr gerne durch. Und ihr wisst ja auch, ich lese wirklich jeden einzelnen Kommentar und bedanke mich wirklich für jeden einzelnen Kommentar bei euch. Und ja, ich lese dann auch Sachen und dann gehe ich dann auch hier in den Videos auf Kommentare auch mit ein, auch auf Vorschläge, ne? Mache ich sehr, sehr gerne. Und ich danke euch so sehr für euer Verständnis, dass ich dann nicht auf jeden einzelnen Kommentar schreibe, kommentiere. Und ich finde es so lieb von euch, dass ihr mir dann nicht böse seid, weil ich dann nicht drauf reagiere, also da in den Kommentaren schreibe. Ich mache es wirklich hier auf diesem Weg. Ja, es ist so ein Zeitding. Aber ich werde wieder alle durchliken und ich bin wirklich von Herzen dankbar für jeden einzelnen Kommentar. Ihr seid wirklich Zucker. Und ja, jetzt, ihr seht ja schon, ich habe dich rausgelegt, ich habe dein Gegenüber rausgelegt und wir machen ja heute Samstag wieder die Legung, der aktuelle Stand zwischen dir und deinem Gegenüber, deinem Wunschpartner, deinem Herzensmenschen. Ja, und da ist auch bei dieser Legung, können die Seiten vertauscht sein? Also wenn du dich eher auf dieser Seite siehst, dann kannst du bei dieser Legung, es ist eine Kollektivlegung, dass du es einfach umswitcht. Und wenn du Single bist und hast niemanden im Fokus, dann ist das deine Seite und das ist das, was bei dir gerade auch aktuell los ist. Wandle es dann bitte so für dich um. Man muss ja nicht alles mit reinnehmen, was jetzt hier an der Aussage denn liegt, ne? Und das kann dann auch sein, dass es dann der Mensch ist, den du kennenlernen wirst, der auf dem Weg zu dir auch ist. Und dann hörst du irgendwas von ihm oder von ihr und dann denkst du, hey, Moment, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ne? Kann auch sein, wie in jeder anderen Legung auch, fürs Kollektiv. Bei persönlichen Legungen ist es immer anders. Da ist es dann direkt speziell nur für dich. Ne? Deine Energie bin ich dann und dann ist die Legung auch ganz explizit für dich. Und um was es dir eben geht. Ja, kann jetzt ja auch sein, wie gesagt, Wunschpartner, auch wenn du in einer festen Beziehung bist. Ne? Kann es ja auch sein, dass da gerade so ein bisschen was ist und da schauen wir jetzt auf jeden Fall hier mal rein. Und schauen jetzt mal auf deine Seite, was denn hier bei dir los ist. Wir gucken. So. Achso, ich deck gleich mal auf. Dann schauen wir doch gleich mal, was denn hier los ist bei dir. Ah, da brauche ich auf jeden Fall so wenig. So, und eine noch. Gut. Ah, deine Ängste, ja. Deine Ängste. Dann schauen wir hier mal weiter. Das ist die Unsicherheit. Gut. Mir das Familienthema. So, dann ist das bei dir ein klares Bild. Dann gehen wir doch jetzt mal gleich rüber zu deinem Gegenüber. Muss hier bloß meine Karten so legen. Ich vermische die nämlich gerne und dann habe ich ein riesen Durcheinander, wenn ich zwei Decks in eins mische oder dann Durcheinander reinbekomme. Dann schauen wir mal bei deinem Gegenüber, was denn da los ist. Und werden hier auf jeden Fall, beziehungsweise ich lege den mal darüber, dass wir da Klarheit reinbekommen. So. Gut. Was denn bei deinem Gegenüber los ist?
Spannung steigt. Ah, dann hätte ich aber gern noch was zur Klärung auf dich bezogen. Ah, okay. Das macht jetzt Sinn, was hier liegt. Hier legen wir mit darüber. Okay, dann hätte ich jetzt gerne noch was zur Erklärung in deine Richtung. Was ist denn da bei dir? Sache ist und bei deinem Gegenüber und auf jeden Fall noch was. Ja, dass wir noch was rausbekommen hier für die Tendenz. Gut, dann kommt das jetzt alles mal weg. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, was ich denn hier gezogen habe. Okay. So, und bei deinem Gegenüber. Alles klar. Also, was haben wir denn hier für die Tendenz? Wow. Okay. So, das legen wir mal dahin. Also, da würde ich sagen, let's go. Also, bei dir sehe ich hier die Ungeduld. Deine Ungeduld ist hier ganz präsent. Deine Ungeduld, was deinen Gegenüber betrifft. Die Ungeduld auch, dieses, hier ist Kommunikation. Also es schaut so für mich aus, dass dein Gegenüber entweder habt ihr wieder Kommunikation, Kontakt, Kommunikation, ja, Kontakt, ne? Das ein oder andere Treffen, oder es kommt hier wirklich bald, schnell. Denn ich habe es zu nah liegen. Deswegen kann ich jetzt sagen, hier, du, es dauert jetzt nicht ewig oder sowas, ne? Deswegen sage ich auch, es kann sein, dass ihr wieder Kontakt habt. Bei mir sieht es nämlich wirklich so aus, dass es so nah liegt, dass es entweder der Kontakt wieder da ist. Ne? Oder ganz, ganz nah wieder kommt. Auf jeden Fall. Der Kontakt ist, wenn er da ist oder auch wenn er bald kommt, wird es auch so sein, dass dich das ungeduldig dann macht. Weil du hörst was und du bist, boah, bei dir springen die Herzen, bei dir fliegt alles. Aber auch diese Ängste auch. Diese Ängste, weil kann jetzt sein, dass dann bei deinem Gegenüber noch eine andere Frau mit einer Rolle spielt, eine andere Person oder gespielt hat. Und das sind die Ängste auch von deiner Seite, dass hier wieder irgendwas ist, irgendwas kommt oder dass hier noch was ist. Du bist da noch im Ungewissen, weil du weißt es noch nicht. Das ist diese Unklarheit für dich und dein Gegenüber hat sich wieder gemeldet oder meldet sich wieder und dann kommt diese Ungeduld, dass es weitergeht, dass hier richtig was vorangeht, weil ich sehe hier, dass die ganze Situation, das ganze Thema zwischen euch nämlich sehr, sehr schleppend vorangegangen ist und sich schon eine ganze Zeit lang hingeschoben hat, was eure Verbindung betrifft. Ich habe hier bei dem einen oder anderen auch, dass es nämlich hier eine F plus ist, ne? Diese F plus und dann taucht er oder sie wieder auf und du möchtest jetzt endlich Klarheit für dich. Wie geht's weiter? Weil du möchtest hier die Fülle mit deinem Gegenüber haben. Du möchtest hier natürlich die Treffen haben. Du möchtest diese Nähe, diese Wärme und bist hier aber trotz alledem komplett in der Unsicherheit. Weil du nicht weißt, ja, ist hier noch was oder ist da nichts? Also du glaubst nicht mehr so ganz wirklich daran und willst hier endlich mehr. Du bist dann so, ja, ich sehe dich ja auch total unruhig. Diese Unruhe auch, diese, jetzt sag doch was und ne, und schreib mehr oder komm jetzt, lass uns dann Treffen ausmachen und erzähl es mir. Ne? Also so sehe ich dich jetzt hier. Bei dem einen oder anderen sehe ich aber auch, dass hier vielleicht auch schon eine so starke Verbindung gewesen ist, dass ja auch die Eltern mit involviert waren. Also, dass du die Eltern auch schon kennengelernt hast und das verunsichert dich aber, weil du nicht weißt, wie sehen dich die Eltern oder wie könnte das jetzt hier weitergehen. Bei dir kurvt da ganz, ganz viel in deinen Gedanken auch rum und auch in deinem Umfeld lässt du dich ein bisschen hier zu sehr auch beeinflussen, verunsichern, machen wir es so, verunsichern von Eltern, ja, es können auch nahestehende Personen sein, muss nicht immer blutsverwandt sein. Und da habe ich ja sehr stark die Unsicherheit, weil hier sind so ein paar Konflikte, ein paar Probleme. Vielleicht sind sie auch nicht ganz so gut auf deinen Gegenüber gestimmt, ne? So, dass sie sagen, hey, pass auf, sag mal, spinnst du, was rennst du jetzt hier so lange hinterher?
oder wartest jetzt hier die ganze Zeit. Ja, und das ist das, was dich verunsichert. Das ist aber auch ein Thema bei dir, in deinem, von dir im Allgemeinen, was jetzt auch nicht unbedingt komplett was mit deinem Wunschpartner zu tun haben muss. Aber wenn du an einer festen Lebenspartnerschaft bist, ist das hier so ein bisschen immer ein Thema, wo es Zwistigkeiten gibt. Na, wenn du in einer festen Beziehung bist. Und da kriselt es zum Beispiel ganz gerade so ein Stückchen, ne? Dass hier so ein bisschen du dich verunsichern lässt. Aber es ist auch dein Thema, was die Vergangenheit betrifft. Das hat mit deinen Eltern oder kann auch nur ein Elternteil sein, aus deiner Vergangenheit zu tun. Und das kommt immer wieder hoch. Das hast du für dich, da ist noch was nicht aufgearbeitet für dich, ne? Und was jetzt genau ist, sehe ich jetzt hier nicht. Da müsste man dann speziell noch drauflegen, aber es wird hier auf jeden Fall angeschnitten, angesprochen. Ja, dein Gegenüber, da ist so, du weißt, dass er der Richtige für dich wäre, bist aber trotz alledem in der Unsicherheit, weil immer wieder die Angst auch ist, naja, hängt er oder sie jetzt noch an der Ex vielleicht fest? Oder ist da noch eine andere Person? War da, vielleicht war auch irgendwas gewesen, warum ihr hier so ein bisschen auch vielleicht eine Distanz voreinander bekommen habt. Aber hier, ich sehe auf jeden Fall Treffen, Gespräche und die werden für dich komplett glücklich auch sein, aber du wirst diese Ungeduld so stark haben, weil du spürst hier sehr stark was, dass es hier einen Neubeginn gibt, aber du bist auch ungeduldig. Also dieses jetzt, ne? Weil es hat sehr, sehr, sehr lange für dich jetzt gedauert und du warst immer in dieser Position, dass du gesagt hast, ja, du hast die Geduld, du wartest auch und du hast dieses Verständnis auch, du hast hier sehr, sehr viel Verständnis immer wieder reingebracht und hast dich immer wieder zurückgestellt und deine Wünsche, deine Bedürfnisse auch zurückgestellt. Und hat dieses Verständnis gehabt, und nein, da trete ich jetzt hier zurück und dann warte ich. Ich habe Verständnis, ich habe Geduld und ja, und immer deinem Gegenüber hier, ja, da oben auf einen Podest mitgestellt. Dann sehe ich nämlich bei dir auch, das ist so für dich so dieses, so dieses Zurückstecken und dich an an deinen Träumen, an deinen Wünschen auch festhalten. Also dieses Hoffnungsvolle, diese Hoffnung haben und hier dir aber auch nicht sicher sein, ja, ist es vielleicht nur eine Illusion oder tut sich hier wirklich was? Weil hier, du siehst es mit deinem Gegenüber als eine traumhafte Beziehung, ne? Und bist aber, deine Wünsche sind so stark, sind so groß hier in diese Verbindung, in dieses Zusammenkommen mit deinem Gegenüber, dass sich hier mehr entwickelt, mehr tut. Und bist dann auch immer in so diesen, kommst auch wieder in diesen Punkt hier auch rein, wo du nicht weißt, habe ich jetzt hier nur eine rosarote Brille auf? Hatte ich eine rosarote Brille auf, wenn hier mit der anderen Person was gewesen ist? Und das sind auch immer wieder deine Ängste, die kommen. Ist es hier wirklich nur eine Illusion? Weil du sehr, sehr viel Gefühl hast. Du bist ein sehr gefühlvoller Mensch, emotional, also so absolut der Herzmensch. Und dann ist es aber auch bei dir so der Bereich. Du möchtest auf jeden Fall dieses Ankommen. Du möchtest diese Festigkeit und du möchtest raus aus diesem Stillstand. Das ist so für dich, da geht nichts voran und irgendwie war da hier so eine Zwangspause auch für dich gewesen. Du weißt es aber nicht genau. Du hast selber für dich gesagt, okay, ich trete jetzt hier mal zurück. Ich warte jetzt hier auch mal ab. Und weil du bist aber ein sehr offener Mensch, ne? Aber du willst die Sicherheit. Du wünschst dir die Sicherheit. Du wünschst dir die Nähe. Und das Gemeinsame, diesen Wir-Faktor, gemeinsame Unternehmungen. Und ja, du möchtest diese Anspannung nicht mehr haben und diese Ungewissheit, ne? Diese Ängste auch. Diese Ängste auch und diese Unsicherheit. Kannst du noch dran glauben, dass sich hier was tut oder kannst du nicht mehr dran glauben, bist du hier hängst du in einer Illusion, in deinen Wünschen einfach nur fest. Na? Wenn wir jetzt bei deinem Gegenüber schauen, sehe ich bei deinem Gegenüber hier, ja, aber hier, wie gesagt, Entschuldigung, das habe ich jetzt leider noch nicht dazu gesagt, aber kommt jetzt noch hier, auch dass er sich meldet, dass hier auch ein Treffen stattfindet, auch wenn ihr jetzt Kontakt habt, dass ein Treffen stattfindet, wird hier auch kommen. Es wird plötzlich unerwartet sein und hier auch deine Gefühle, auch von seiner Seite, die Gefühle auch, die werden hier auch richtig stark gesagt werden, also von deiner Seite aus, also hier wird auch ein Gespräch sein über Gefühle. Also hier wird auch ein Gespräch stattfinden, was Gefühle betrifft. Und du wünschst dir nämlich dieses Gespräch, weil das ist das, was dir auf dem Herzen liegt, dass du mal deine Gefühle, deine Wünsche mal aussprechen kannst. Und zu diesem Gespräch schaut es mir hier aus, das sehnst und wünschst du dir her und das sieht aber auch so aus, dass es dieses Gespräch geben wird.
Warum? Was bei deinem Wunschpartner ist, was da bei deinem Gegenüber los ist. Da ist hier auch so ein Stück weit ganz stark auch ausgeprägt, ist nämlich auch die Eifersucht. Dein Wunschpartner hier von dem Gegenüber, man, das sind deine Ängste hier, ne? Dass hier was mit jemand anderem ist, mit einer anderen Frau ist. Und für mich schaut es auch so aus, dass hier mal was gewesen ist. Und warum es dein Gegenüber immer wieder so zurückhält und immer dieses zurückgehalten hat und immer dieses auf Hold gestellt und so lang gezogen hat, sehe ich aber hier auch, dass es bei dem einen oder anderen mit einer Partnerin, Partner zusammenhängen kann. Ja, da war mal eine Beziehung gewesen und hier ist er oder sie enttäuscht worden. Also dieses war so richtig so ein Schlag auch, so ein, ne, ins Gesicht eigentlich, weil diese Person nämlich jemand anderen hatte oder hat, ne? Weil ich hier die Partnerschaft sehe. Und hier scheint es aber auch um ein Kind oder Kinder zu gehen. Und da ist natürlich der Kontakt auch noch da, aber für deinen Gegenüber ist es hier wirklich sehr stark die Enttäuschung und da hängt er ein bisschen fest, ne? Da hängt er ein bisschen fest und hat aber auch die Befürchtung und wie gesagt, schaut für mich jetzt hier so aus, dass er oder sie betrogen worden ist. Und deswegen ist seine Eifersucht sehr, sehr stark geprägt in deine Richtung. Hier ist ganz stark die Eifersucht, die ich hier sehe. In deine Richtung, dieses, da könnte und diese Angst, auch die Eifersucht und die Angst, da könnte wieder was sein, da könnte wieder was kommen und daran hält sich dein Gegenüber nämlich ziemlich fest. Und das ist das, was hier immer noch diese Blockaden auch sind, was in deinem Gegenüber, was da richtig absolut aktiv los ist und ist da komplett dabei, an dem Ganzen hier zu arbeiten, weil er nämlich dich sieht, dass du hier für ihn die große Liebe bist und dein Gegenüber will eine feste Beziehung mit dir. Na? Also, da ist die Klarheit bei deinem Gegenüber. Bei dir ist es noch so, du weißt nicht, sind es Illusionen, sind es Wünsche, ne? In dem du bist, weil du noch nichts weißt. Bei deinem Gegenüber ist es klar, ne? Beim Gegenüber ist es klar und der will raus aus diesem Konflikt, aus diesem Ärger mit sich selbst, ne? Und er will da auch keinen Neid mehr auf andere keinen Neid mehr haben, was andere haben und was da ist, ne? Aber er hat wirklich dieses Problem hier mit einer Ex-Beziehung. Ist er vielleicht betrogen worden oder war die Trennung und dann eine Woche später hat sie oder er vielleicht gleich sofort einen anderen gehabt, ne? Und das ist das, weil ich hier sehr stark die Enttäuschung und diesen Schmerz auch habe, ne? Und da, wie gesagt, immer wieder diesen Stressfaktor und diesen Rückzug auch von deinem Gegenüber. Klar, der Kontakt hier, ja, bei dem einen oder anderen spielt das Kind noch eine Rolle, ne? Deswegen der Kontakt. Aber ich sehe auf ganz, ganz, ganz kurzem Weg auch, dass er hier dir es auch sagen wird, zeigen wird, dass er mit dir hier was Festes haben möchte, eine feste Beziehung, ne? Feste Lebenspartnerschaft. Und wenn ihr in einer festen Beziehung seid, ist ja auch der Punkt, warum es immer wieder ruckelt in eurer Beziehung, das hat hier das Thema Eifersucht. Du machst nichts, aber dein Gegenüber hat es immer in seinen Gedanken. Könnte ja sein, könnte, ne? Du weißt, dass du treu bist, dass da nichts ist, dass du von jemand anderem was willst. Dein Gegenüber hat aber hier ein anderes Gedankenkarussell. Es sind so seine Ängste, die immer wieder in seine Gedanken kommen, könnte ja sein. Na? Und das malt er oder sie sich immer wieder so richtig schön aus. Und da sehe ich aber, wenn du in einer festen Beziehung mit deinem Gegenüber bist, dass hier aber auch, dass so fest wird, dass hier auch ein Heiratsantrag kommt. Wenn du in einer festen, wenn du einen, wenn du einen Wunschpartner hast, dann ist dein Wunschpartner aber auch hier auf dem Weg, mit dir in dieses große Glück einer festen Lebenspartnerschaft zu gehen, einer festen Beziehung. Weil dein Gegenüber sieht nämlich hier die Verbindung mit dir absolut zu seiner Fülle, zur Harmonie, zu diesem, zum Kom dieses Komplette. Ne? Ja, grätscht aber hier noch so ein bisschen rum in diesem Bereich, diese Ängste, diese Enttäuschung, die er oder sie mal erlebt hat. Und ja, dieses in sich gekehrt, dann auch die, dann verschließt er oder sie sich nämlich auch sehr, sehr stark. Und wie gesagt, Eifersucht ist ja ein ganz, ganz großes Thema und ist hier auch in diesem Bereich Misstrauen. Misstrauen ist aber diese Bewegung auch, dass das Ganze hier gecuttet wird. Sein Misstrauen, seine Eifersucht, weil dein Gegenüber weiß, du bist in seiner Hauptenergie. Dein Gegenüber weiß, dass du hier für ihn, für sie, zu seiner Fülle, zur Harmonie bist. Und dein Gegenüber weiß auch, dass er mit dir, wenn er das überwunden hat, diesen inneren Konflikt auch, das, was ihn immer wieder zurückhält, dass du zu seiner Wunscherfüllung bist und dass er mit dir da ankommt, was Geborgenheit und Harmonie ist.
was er hier nämlich nicht wirklich hatte, was bei ihm auch verletzt gewesen ist und was ihn auch immer wieder in den Stillstand, in den Rückzug gebracht hat. Das ist das große Thema. Dein Gegenüber sehe ich nämlich hier auch sehr stark, was in ihm vor sich geht, emotional, auf der emotionalen Ebene. Sehe ich bei deinem Gegenüber hier auch der innere Konflikt, wir haben ihn nochmal. Und hier sind es auch, es war das, was ihn wirklich auch ins Herz getroffen hat, Enttäuschung, weil er vertraut hat. Und hier ist der Schmerz und dieser Kummer auch. Aber dein Gegenüber wird hier in die Erleichterung für sich selbst kommen. Hier ist nämlich der Liebeskummer auch sehr stark zu sehen in deine Richtung, weil er möchte hier ankommen. Ne? Hier, da ankommen, die Geborgenheit, die Harmonie. Und das weiß er, das hat er mit dir. An diesem Punkt wird er definitiv ankommen. Ich habe den ganz kurzen Weg. Und da ist auch so diese Spaltung zwischen Kopf und Herz, in der er sich aktuell gerade sehr intensiv befindet. Und da möchte er raus aus diesem Leid, aus diesem Kummer. Und da ist er auf dem Weg. Und ich sehe auch, dass das liegt mir zu nahe, dass ich jetzt sage, boah, das kann jetzt hier echt noch Ewigkeiten dauern, ne? Also so liegt es mir hier. Und wie gesagt, da ist diese Spaltung, die noch ist, Kopf gegen Herz. Er wird aber hier sein Herz sprechen lassen. Ne? Also kann ich jetzt hier in der Verbindung sagen von dieser Legung. Und weil das wird hier abgeschlossen, erledigt für ihn. Und er lässt sich da auch nicht mehr beeinflussen oder irgendwas, das hier was zurückholt. Wenn nämlich auch hier kein Kontakt ist, dass es hier kein Kind gibt, ne? Warum jetzt hier auch noch Kontakt ist, ist ja nicht bei jedem so. Sehe ich aber auch, dass hier die Vergangenheit abgeschlossen wird, dass er damit komplett hatte, das Ganze für sich selbst beendet, auflöst, aufarbeitet. Ne? Da ist er in diesem Prozess komplett drin. Ja, wenn wir jetzt weitergehen bei deinem Gegenüber, für ihn ist es hier eine komplette Herausforderung, seine Eifersucht hier, das abzulegen, das zu überwinden. Und hier wird dein Gegenüber sich zusammenraufen. Und diese Spannung, diesen Konflikt, den er hat, den haben wir nochmal, den haben wir jetzt schon dreimal hier liegen, ne? Den auch überwinden. Das sehe ich bei deinem Gegenüber. Und hier wird er auch diese Harmonie, haben wir nochmal, hier auch, nochmal diese Harmonie auch richtig spüren lassen und das Ganze jetzt auch hier annehmen und diesen Konflikt überwinden. Hier in die Harmonie kommen und in die Balance. Diesen Zusammenhalt mit dir, weil er weiß, dass er mit dir in diese Harmonie komplett kommt. Und dass es bei euch, zwischen euch auch ein kompletter Zusammenhalt ist, das weiß er von dir. Dass du zu ihm hältst, zu ihm stehst, hinter ihm stehst und dass er mit dir in einer festen Lebenspartnerschaft, in einer festen Beziehung, dass da kein Blatt mehr dazwischen passt, weil du bist ihm treu. Und zu dieser Erkenntnis, das ist er ganz, 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 ganz kurz davor. Ne? So sehe ich hier die Bewegung. Ja, wenn wir jetzt weitergehen, finde ich es Wahnsinn hier von der Tendenz, weil wir hier drei kraftvolle Karten haben. Wir haben dreimal die große Arkana hier liegen. Und wenn wir jetzt hier auch gehen, hier wird es für euch beide, ihr werdet eine kluge Entscheidung treffen für euch beide. Und ihr werdet hier abwägen, was ihr wirklich wollt. Dein Gegenüber ist es klar. Und bei dir, da ist auch dieser Prozess, diese Ungeduld. Ne? Und da heißt es auch, du wirst auch für dich in diese Wahrheit für dich selbst kommen, was du möchtest, weil hier sehe ich dein Gegenüber, du siehst ihn als dein großes Glück. Und hier, diese Gespräche werden auch dieses Ergebnis sein, was dieses Gespräch jetzt hat. Raus aus dem ganzen Stillstand. Und ihr werdet hier komplett eine Aussprache haben, ihr werdet euch die Hand auch reichen. Und hier ist dann auch diese Gleichberechtigung zwischen euch. Also hier diese Disbalance, die ich ja auch noch sehe, die wird hier komplett in die Balance reingehen. Und das wird nicht mehr einseitig sein, sondern wirklich ihr beide. Und ja, es wird dieses Faire, also er wird auch fair dir gegenüber sein, das alles komplett sagen, auch von seinen Gefühlen, was da los ist. Und auch du, dass du hier deine Gefühle auch sagen kannst, ne? Also hier habe ich die Tendenz, was eure Verbindung betrifft. Genau, jetzt habe ich mein Wort verloren. So, wenn wir jetzt weitergehen, schauen wir weiter mal. Wir haben den Hierophanten. Hier wird es nämlich ins Vertrauen gehen. Die Zuversicht ins Vertrauen durch das Gespräch zwischen euch beiden. Und hier ist auch dieses Vertrauen, wie gesagt, diese Zuversicht und dieser
Glaube an euch beide, der Glaube an eine feste Beziehung. Und raus aus der Einsamkeit hier wirklich auch in diese Gemeinschaft. Und das ist hier wirklich wie abgesegnet auch, ne? Also es ist eigentlich, es ist sicher, wenn ich jetzt hier von der Tendenz ausgehe. Wenn wir jetzt hier mit dem Magier weitergehen, hier wird wirklich die Aktivität mir angezeigt von der Tendenz. Hier ist Tatkraft, hier ist dieses, ihr werdet beide in dieses absolute Selbstvertrauen kommen und raus aus der Manipulation von euch selbst, raus aus der Manipulation von außen für euch oder für jeden Einzelnen von euch und raus aus dem Verzögern sollen. Hier wird wirklich Aktivität angezeigt. Und hier werdet ihr beide aktiv werden. Ich sehe auch hier mehr Aktivität von deinem Gegenüber und du auch diese Aktivität, dass du mal da rausgehst aus dem Ganzen, dass du dich immer zurückstellst und zurücktrittst. Ne? Also es sieht wunderschön aus. Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen. Wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Genießt den Tag, genießt euer Sein, gönnt euch was Schönes, kauft euch was Tolles heute. Vielleicht was ganz, ganz Tolles zum Abendessen. Vielleicht auch was, was ihr schon lange nicht mehr hattet, wo ihr gesagt, wo ihr dann denkt, ach nein und naja und es ist vielleicht zu teuer oder irgendwas. Aber gönnt es euch. Heute Morgen ist egal welcher Tag, aber gönnt es euch. Na? Tut euch was Gutes. Egal was es ist, okay? Fühlt euch am Abend, ihr Lieben, und vielen, vielen, vielen Dank für alles. Also, tschüss!